Wenn es ein Buchgenre gibt, bei dem ich immer Bock habe, ein gutes neues Buch zu entdecken, dann sind das auf jeden Fall Dystopien. Ich möchte euch heute 5 vorstellen, fernab der Klassiker wie 1984, Brave New World oder auch Fahrenheit 451, die es sich lohnt zu lesen. Alle sind total unterschiedlich, viele von denen sind relativ neu. Das heißt, wenn ihr Glück habt, kennt ihr sie noch nicht. Und es sind auch keine Jugendbücher. Vor einigen Jahren gab es ja einen Jugendbuch-Hype um Dystopien. Ich glaube, das fing ziemlich genau mit Panem an. Ging dann weiter über Selection, Die Auswahl, Memento, was gab es noch alles? Legend. Wenn ihr noch spontan auf was kommt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gefühlt waren es Dutzende von neuen Jugendbuch-Dystopien, die rauskamen. Und ich hatte an den ersten total viel Spaß, habe mich dann aber relativ schnell satt gelesen. Und deshalb komme ich immer wieder gerne zurück zu den Dystopien, die nicht Jugendbücher sind. Einfach weil die oft ein bisschen durchdachter sind und unsere Welt nochmal ganz anders betrachten und aufgreifen. Die 5, die ich euch heute vorstellen möchte, sind alle relativ unterschiedlich. Ich fange einfach mal direkt mit dem ersten an. Wurde auch schon verfilmt mit Emma Watson, nämlich The Circle. Das Ganze ist ein Drama-Thriller und es dreht sich um das Internetunternehmen The Circle, was relativ angelehnt ist an Google und Facebook und Co., nur alles zusammen in einer einzigen Firma. Denn dieses Unternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, völlige Transparenz zu erreichen. Jeder soll eigentlich alles über jeden wissen können, jeder soll alles über das Internet, über The Circle machen können, unter anderem zum Beispiel auch wählen. Also etwas, was heutzutage in manchen Ländern schon geht, bei uns in Deutschland undenkbar. Und so ist das Unternehmen natürlich für die junge May Holland, die dort anfängt, eine großartige Chance, sich in der Berufswelt zu etablieren. Und sie ist auch Feuer und Flamme für die Message des Unternehmens. Zumindest so lange, bis so ein mysteriöser Typ namens Ty auftaucht und sie versucht zu warnen, dass The Circle nicht so harmlos ist, wie man meint. Ich denke, mehr müsst ihr selber lesen. Es ist klar, dass diese Dystopie sich mit unseren großen Internetunternehmen, die es momentan gibt, beschäftigt, dass da auch durchaus berechtigte Kritik hinter ist, dass natürlich alles ein wenig überspitzt ist, aber das Faszinierende an dem Buch ist, man denkt sich immer, so weit weg ist es von dem, wie wir jetzt momentan schon leben, nicht. Und es könnte natürlich passieren, dass das alles so eintritt. Für mich immer ein Hinweis für eine unglaublich gute Dystopie. Und ich muss sagen, ich fand auch die Verfilmung super. Von daher, es lohnt sich beides. Wenn ihr Leseratten seid, dann natürlich als erstes das Buch. Weiter geht es mit einer Dystopie, die es direkt in 2 Versionen gibt, nämlich Quality Land. Es gibt eine helle und eine dunkle Ausgabe und die unterscheiden sich tatsächlich auch in gewissen Teilen zumindest inhaltlich. Das ist super spannend. Ich glaube, sowas habe ich vorher noch nicht gesehen, dass ein Buch in verschiedenen Versionen rausgekommen ist. Und einer der größten Unterschiede dieser beiden Versionen ist zum Beispiel, es gibt in diesem Buch Werbetexte mittendrin. Das ist so ein bisschen wie die Werbeunterbrechung im Fernsehen, nur im Buch, was an sich schon leicht witzig ist, aber okay. Und diese Werbetexte unterscheiden sich in den beiden Versionen und das Ganze hat dann auch einen Einfluss in gewisser Weise auf die Story. Bei Quality Land handelt es sich um eine satirische Dystopie. Es ist also alles wirklich extrem überspitzt. Und auch hier geht es um die Digitalisierung unserer Welt. Die Digitalisierung wird hier so auf die Spitze getrieben, dass es schon absurd teilweise ist. Aber trotzdem hat man immer das Gefühl, ja gut, man weiß nicht, wo es hinsteuert. Also es könnte bei uns natürlich schon auch irgendwie passieren, gerade weil manche der Details in manchen Ländern schon umgesetzt werden. Es geht in Quality Land um Überwachungskapitalismus, um Roboter, um künstliche Intelligenz und um nur mal ein sehr aktuelles Beispiel zu nennen, es gibt auch ein Bewertungssystem in Quality Land, sogenannte Level, nach denen Menschen eingeordnet werden, wie nützlich sie sind. Je höher das Level eines Menschen, desto mehr Kompetenzen hat er. Zum Beispiel kann er beim Fahren die Ampel umschalten, sodass er nicht unbedingt bremsen muss. Wenn ihr sagt, sowas Ähnliches kennt ihr so ein bisschen aus China, dann muss ich euch recht geben. Dort wird ja auch angestrebt, so ein Punktesystem für Menschen einzuführen, was dann dazu führt, ob man eine bessere Wohnung kriegt oder eher eine schlechtere, was die Ausbildung beeinflusst und noch vieles weitere mehr im Leben. Wo das genau hinführen kann, weiß keiner so genau. Man kann es sich aber lebhaft vorstellen, dass es wirklich schief laufen kann. Und von daher ist Quality Land natürlich auch eine aktuelle Dystopie. Auch wenn sie satirisch ist und merklich übertrieben, schon etwas, was einen auch zum Nachdenken bringt. Jetzt habe ich eigentlich am Anfang gesagt, dass ich nicht unbedingt die Klassiker hier mit reinnehme. Einer hat sich doch reingesneakt, einfach weil es meine Lieblingsdystopie aller Zeiten ist.
was merkwürdig klingt, weil das klingt, als würde ich das toll finden, was in dem Buch passiert. Aber ich finde einfach nur, das Buch ist wahnsinnig gut geschrieben. Und die Gesellschaft, die dort aufgebaut wird, wahnsinnig durchdacht. Und zwar der Report der Markt, Handmaid's Tale im Original. Ich musste es damals in der Schule lesen. Das war eins der ganz wenigen Bücher, die ich in der Schule lesen musste und wo ich gesagt habe, ich fand die wirklich gut. Weil ihr kennt das wahrscheinlich selber, wenn man in der Schule zu etwas gezwungen wird, dann ist man meistens schon aus Protest dagegen. Ich glaube, es hat mir sehr viele große literarische Werke einfach versaut. Bei The Handmaid's Tale hat es nicht geklappt. Ich habe das Buch genial gefunden schon damals. Ich feiere es noch bis heute und ich suchte auch die Serie. Von der Story her geht es darum, dass chemische Waffen, der Einsatz chemischer Waffen, einen Großteil der Bevölkerung in den USA unfruchtbar gemacht hat. Und das Ganze führt zu einem Kipppunkt in der Gesellschaft. Ein Krieg bricht aus und letztendlich wird alles neu umsortiert. Diese neue Ordnung führt natürlich auch dazu, dass wir nicht mehr die USA haben, wie wir sie kennen. Das heißt jetzt Gilead. Und dort kriegen Frauen alle eine Rolle zugeschrieben. Das heißt, die fruchtbaren Frauen, die noch immer Kinder kriegen können, die werden sogenannte Mägde. Alle anderen kriegen Aufgaben zugeschrieben. Es gibt zum Beispiel noch Frauen von ranghohen Politikern, die ein schönes Leben fristen, muss man einfach mal so sagen. Die kriegen so eine Magd zur Seite gestellt, damit die Magd ihnen das Kind austrägt. Dann gibt es natürlich Arbeiterinnen und es gibt natürlich auch solche, die es ganz schlimm treffen, nämlich die, die in dieser Gesellschaft augenscheinlich keinen Platz mehr haben und in Arbeitslager kommen. Im Buch und auch in der Serie ist die Protagonistin Desfred, die vorher eine emanzipierte Frau war, die ein ganz normales Leben mit ihrem Mann und ihrem Kind gelebt hat und dann durch diesen Umsturz da rausgerissen wird und plötzlich sich als Magd wiederfindet. Die Story ist herzzerreißend, gerade weil das Buch anders ist als die Serie, sage ich mal direkt vorweg. Beides aber, wie gesagt, extrem gut. Und es ist schon erschreckend, weil die Idee ist so unglaublich simpel, dass Menschen auf einen Zweck reduziert werden, nämlich auf das, was sie noch leisten können in einer Gesellschaft, die ja, sich selbst vor dem aussieht. Und das ist natürlich eine Extremsituation, toi toi toi, die bei uns erstmal nicht eintreten kann oder wird, aber die durchaus vorstellbar ist. Und allein diese Horrorvorstellung, die man beim Lesen hat und entwickelt auch, macht das Buch so unglaublich spannend und zu einem Page-Turner. Deshalb jetzt nochmal etwas ganz anderes. Ich würde es nicht mal unbedingt als Dystopie einordnen, zum Teil schon, zum Teil ist es vielleicht auch ein Endzeitroman, nämlich The Stand von Stephen King. Ihr wisst, ich packe alle Infos zu den Büchern natürlich immer hier unten in die Infobox, aber um euch das Buch auch nochmal näher zu bringen, es geht hier darum, dass eine Pandemie ausbricht. Das Ganze basiert auf Grippeviren, die aus einem militärischen Labor freigesetzt werden und tatsächlich 99,4% der Menschheit sich ansteckt und ein Großteil dieser Menschen auch stirbt. Es gibt nur wenige tausend Überlebende. Die Story hier spielt in den USA und bezieht sich dann natürlich auch darauf, wobei immer wieder angedeutet wird, dass diese Pandemie, es ist eine Pandemie, sich eben über die ganze Welt verbreitet hat. Tja, diese entvölkerte neue Welt, die teilt sich in eigentlich drei verschiedene Zonen ein. Es gibt praktisch Gut, es gibt Böse und es gibt die Unabhängigen. Und man weiß genau, es läuft auf einen Kampf zwischen Gut und Böse hinaus. Und ja, dieser Kampf steht praktisch stellvertretend für die Existenz der restlichen Menschheit. Ein Fun-Fact vielleicht am Rande, dieses Buch wurde unheimlich lange nur in einer gekürzten Version veröffentlicht, denn es hat über 1000 Seiten. Und bevor Stephen King wirklich berühmt war, hat jeder Verlag gesagt so, sorry, aber so ein dickes Buch liest keiner. Wir wissen alle, mittlerweile hat Stephen King keine Probleme mehr, seine Bücher an Mann und Frau zu bringen. Von daher ist es jetzt auch in der vollständigen Version verfügbar. Und die letzte Dystopie, die ich euch vorstellen möchte, ist eine relativ frische. Die habe ich selber gerade auch erst gelesen. Eine Rezension, eine ausführliche wird noch kommen. Sie heißt Vox. Auch dieses Buch spielt in den USA und fühlt sich so relativ aktuell an, wenn man sich manchmal Trump anguckt. Es geht darum, dass Konservative, und zwar Ultrakonservative, an die Macht kommen in den USA. Ganz normal bei einer demokratischen Wahl und die nutzen das aber, um das ganze System umzuwerfen. Und zwar dahin, dass man sich wieder sehr in vergangene Zeiten zurückversetzt fühlt. Frauen haben ihren Platz im Haushalt, in der Küche und haben bitte keine Widerworte zu leisten, während Männer natürlich die sind, die die Welt regieren und zur Arbeit gehen.
Die Story begleitet eine Familie und speziell dort natürlich eine Frau, die mehrere Kinder hat und eigentlich eine angesehene Neurolinguistin war, also eine Wissenschaftlerin, die sich mit Sprache und Gehirn befasst und die jetzt natürlich nicht mehr arbeiten darf. Im Buch ist es so, dass Frauen alle ein Armband umkriegen, das ihre Wortzahl pro Tag begrenzt, nämlich auf 100 Wörter. Klar, wer mehr sprechen kann, kann mehr Widerworte leisten und das ist nicht mehr gewünscht. Und ja, sie muss sich jetzt mit dieser Rolle abfinden, obwohl sie es wirklich abgrundtief hasst, klar. Ihre Chance kommt praktisch, als der Bruder des Präsidenten einen Unfall hat und fortan einen Gehirnschaden hat, der geheilt werden soll. Da sie, bevor sie aus ihrem Job herausgeworfen wurde, die führende Forscherin auf diesem Gebiet war, wird sie tatsächlich wieder zurückgeholt, um daran zu arbeiten, das zu heilen. Das Problem ist, dabei stößt sie auf etwas, was die Aussichten für die Zukunft noch viel, viel düsterer machen. Ich möchte nicht zu viel verraten, die Story ist relativ spannend. Es gibt wissenschaftliche Aspekte, es gibt gesellschaftliche Aspekte da drin. Meiner Meinung nach wird sehr darauf gepocht, immer zu sagen, es könnte uns wirklich irgendwann mal so ergehen, weil man sieht ja auch das Erstarken von sehr rechtsextremen Rändern mittlerweile in fast allen Ländern. Von daher ist das nicht so abwegig, aber in der Form, wie es dargestellt ist, ist es natürlich total over the top. Dennoch eine super spannende Dystopie, mit der man sich gerne und gut beschäftigen kann und von daher eine Empfehlung von mir. Schreibt mir noch eure Lieblingsdystopie unten in die Kommentare und abonniert den Kanal, wenn ihr weder Buch noch Serien noch Filmtipps verpassen wollt. Ich freue mich, wenn ihr das tut und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!